In den 70ern sind Chips nichts mehr zum Knabbern und Computer nichts mehr zum Fürchten. Digital, ein neues Modewort. Junggenies wie die beiden Steves, Wozniak und Jobs, mischen das Silicon Valley auf. Aus den Spielzeugen für Bastelfreaks werden langsam nützliche Geräte für jedermann. Im Büro wie zu Hause. In puncto Bedienkomfort und Leistung sind sie noch Lichtjahre von dem entfernt, was wir heute kennen. Zu Legenden werden nur wenige Marken. Geliebt wird manch damaliger Klotz trotzdem bis heute. Das erste Mal am Computer, für viele unvergessen. Andere hingegen standen noch nie auf Rechnerromantik. Mein Lieblingscomputer ist der, der funktioniert und das macht, was ich gerade möchte. Mein erster Computer, mit dem ich als Kind gespielt habe, war ein riesiger IBM. IBM Mainframe. Der Alto war der beste Computer. Ich glaube, ich habe keinen Lieblingscomputer. Das ist Apple. Mein Lieblingscomputer ist der Minimoog Synthesizer, ein streng analoger Computer. Ich liebe mein iPhone. Der Apple II. Mein MacBook. Den gibt es noch nicht. Er kommt erst noch. Ein PC, der zuverlässig arbeitet. Für meine Arbeiten. Zuverlässig. Willkommen in den 80er Jahren. Kinder spielen mit Carrera-Bahnen. Man hört Kassetten im Walkman und geht noch ohne Sunblocker ins Freibad. Zu Weihnachten liegen Superman und plüschige Teddys unterm Tannenbaum. Und mit etwas Glück vielleicht auch ein Computer. Der Commodore C64 stürmt 83 den deutschen Markt. Bis heute gehört er zu den meistverkauften Heimcomputern aller Zeiten. Seine Besitzer nennen ihn liebevoll den Brutkasten. Ganze 64 Kilobyte Speicherplatz. Damals unendlich viel. Ein Spielzeug, von dem technikbegeisterte Kids nur träumen können. Commodore, der weltweit führende Heimcomputerhersteller, präsentiert. Für viele Jugendliche bedeutet er die Eintrittskarte in eine fremde Welt. Mit Enter-Tasten, Joysticks und völlig neuartigen Spielen. Die Macher des Hamburger Online-Senders Rocket Beans TV sind damals genau im richtigen Alter. Die heutigen Experten für digitale Kultur erinnern sich noch gut an die 80er, als Computer noch wertvoll, selten und nahezu heilig waren. Das waren irgendwie diese Art von Boxen beim C64, wo du dann drumherum so diese Papphülle hast, die du so wegnehmen kannst und dann Styropor. Da war ganz viel Styropor, weiß ich noch, was du dann aufmachst, dieses Geräusch, schick, na, als ob du da irgendwie so eine vakuumdichte Packung aufmachst und alles einzeln war nochmal in Zellophan irgendwie eingewickelt, der C64 selbst, das Netzteil, irgendwie das Adapterkabel, womit du es anschließen kannst. Also letzten Endes war es so wirklich dann ein Ritual, du machst es auf, so chirurgisch alle Sachen entfernen, aber sicherheitshalber in der Packung lassen, falls was damit ist und dann sich den Platz aussuchen, so okay, warte mal, meine Schulhefte brauche ich nicht mehr, da kommt jetzt die C64 hin, Moment, die Datasette, die passt da nicht so ganz rein, lass mich den Fernseher mal kurz umstellen und dann hatte man irgendwann so seinen kleinen Altar fast schon aufgebaut. Meine Vision von dem perfekten Kinderzimmer, auch ein bisschen geprägt durch so Filme in den 80s, so Steven Spielberg-Filme, die Kids hatten alle Mountainbike, sind nach Hause gegangen und hatten dann ihren Personal Computer. Das ist so, und haben dann irgendwas eingetippt. Ich habe immer diese Kinderzimmer gesehen und da hatten die Jungs hatten dann immer so ihre eigene Computerecke. Das war für mich so eine erstrebenswerte Situation, so sein eigenes Terminal zu haben, so. Du konntest, damals gab es ja kein Internet, du konntest eigentlich gar nicht so viel machen, aber es war so die Idee, er sitzt da an seinem Computer und macht verrückte Sachen und kann spielen und ich habe mir immer so eine Computerecke gewünscht. Nicht alle Eltern können sich das leisten. Oft helfen nur Oma, ein Vorschuss aufs Taschengeld und ein pädagogisch schlagendes Argument. Mich wundert es heute noch, dass die
Ausrede sozusagen gegriffen hat. Ja, ich brauche es ja für die Schule, ich kann ja da so tippen. Und das habe ich tatsächlich zu Beginn auch gemacht. Mein C64er haben mir nicht meine Eltern finanziert, sondern ich konnte meine Oma belabern. Ja, wir sind dann noch gemeinsam zur Bank gegangen, haben schön 300 D-Mark abgehoben. Und zumindest da habe ich noch versucht, am Anfang so zu tun, oder vielleicht auch sogar richtig gemacht habe, dass ich versuche, Matheaufgaben zu lösen oder mir so ein Basic-Buch durchgelesen habe, vielleicht lernen zu programmieren. Im Endeffekt habe ich mir nur Spiele ausgeliehen und gezockt. Gerade in dem Zeitalter des C64 war es wirklich so, dass die ganz explizit den C64 vermarktet haben für Kinder. Da gibt es Werbespots, now your kids can make their homeworks and bla. Und dann in den Werbespots dann in den Ende der 70er und so siehst du dann auch irgendwelche komischen Sachen, irgendwelche sich so leicht drehenden Objekte und tausende Zahlen, so völliger Quatsch, wo du auch genau weißt, so ein sechsjähriges Kind, was macht das, macht ja gerade nicht Integralrechnung an geometrischen Formen oder irgendwie so ein Quatsch, aber es wurde so gezeigt und es war natürlich total das Verkaufsargument, was jedes Kind seinen Eltern gesagt hat, das kann ich ja für die Schule benutzen, wofür eigentlich? Natürlich ist der C64 in den 80ern nicht der einzige Homecomputer und bei weitem nicht der beste. Die Commodore Amiga-Modelle liefern sich mit den Atari STs ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Amiga oder Atari wird zum Glaubenskrieg. Der nicht zuletzt davon bestimmt wird, welche Spiele man bevorzugt. Schon seit dem C64 explodiert das Angebot an Computerspielen. Und die meisten kursieren gratis auf dem Schulhof. Dennoch gibt es keinen wirksamen Schutz gegen Raubkopien. Das Geile war früher, da hat man das nicht so ernst genommen mit den Copyright-Rechten. Also ich weiß bis heute nicht, wie Amiga-Spieleprogrammierer Geld verdient haben, weil man eigentlich nur kopiert hat. Es war so einfach. Also ich kenne niemanden, der jemals ein Originalspiel für den Amiga besessen hat. Wir hatten da kein klassisches Verteilersystem auf dem Schulhof, aber so der Großteil an Spielen, den wir alle da besessen haben und fast jeder aus meiner Schulklasse, von den Jungs zumindest, hat einen C64er gehabt, hat natürlich seine eigenen Freundeskreise nochmal extra gehabt und dann einfach Diskettenboxen, wo wir, wenn wir jeweils zu dem anderen nach Hause gegangen sind, fast schon wie so eine Art Einkaufsliste dann gucken konnten, okay, das. Und wir haben uns dann immer so ein bisschen abgesprochen, okay, wenn der das Spiel ausgeliehen hat und der sich dann kopieren kann, dann kann es der andere haben. Und so haben wir uns nach und nach sozusagen da ausgeweitet. Ein Motto der 80er lautet, legal, illegal, scheißegal. Die Cops können uns schon nichts anhaben. Was zählt ist nur, welcher Freund den besten Rechner hat. Wir haben in einer Großstadt, in einer Straße gewohnt, wo so Mehrfamilienhäuser waren. Und da waren überall Kids, alle mehr oder weniger im gleichen Alter, die mehr oder weniger auf entweder die gleiche oder die Nachbarschule gingen. Da war es dann so, wenn irgendeines dieser Kinder ein C64 oder ein Amiga 500 oder ein Atari ST gekriegt hat, dann wussten es natürlich alle und dann wurde der quasi zum König der Straße. So kann man es echt sagen. Der hat ein C64, ja, sogar mit Datasette. Mit Datasette, ja, und er hat Danger Mouse auf Datasette. Danger Mouse, ja. Und es dauert eine Dreiviertelstunde, bis es eingelesen ist. Heute um 14 Uhr fängt er an, es einzulesen. Um 14.45 Uhr ist Treffpunkt beim David. Und dann war da wirklich, dann bist du da hingegangen, hast geklingelt und dann war das wirklich, ja, die Mutter schon genervt, ja, komm rein. Und dann war ein Kinderzimmer wirklich mit einem halben Dutzend Kindern. Die besten Plätze waren schon weg, weil manche Kinder schon eine Viertelstunde früher gekommen sind. Und dann wurde gewartet gemeinsam, bis die Datasette eingespielt ist und dann wurde Danger Mouse gespielt. Und irgendwann wurden die Kinder rausgeschmissen und der Typ hat gedacht, ja, ich bin schon der Geilste hier in der Straße. Auch für die ernsthaften Aufgaben der Erwachsenen sind zu Beginn der 80er schon etliche Computersysteme im Handel. Der schlichte Commodore PET, die spleenigen Sinclair-Modelle und der schicke Apple II sind nur einige von vielen Computern, auf denen man programmieren lernen oder die Buchhaltung erledigen soll. Da erwacht auch ein alter Riese. IBM erfindet sich binnen kurzer Zeit völlig neu, um den neuen Markt zu erobern. Normalerweise arbeitet das IT-Urgestein jahrelang an neuen Hardware-Lösungen. Viel zu lange, angesichts immer neuer Personal Computer. Der IBM-PC muss schneller fertig werden. Der Plan? IBM kauft bewährte Komponenten anderer Hersteller auf dem freien Markt und schraubt sie lediglich zu einer neuen Maschine zusammen.
Das spart Entwicklungszeit. Um das Ziel zu erreichen, setzt IBM nun auch auf den Einzelhandel. PCs sollen nicht mehr nur von Außendienstmitarbeitern verkauft werden, sondern für jeden sichtbar im Schaufenster stehen. Schraubte man einen IBM-Computer auseinander, sah man, dass die Einzelteile nicht von IBM stammten. Der Prozessor von Intel, die Laufwerke von einer anderen Firma, das war für IBM attraktiv. Der Drucker kam von Epson, lief aber unter dem Namen IBM. Fehlt nur noch ein Betriebssystem. Apple hat dafür eigene Leute. IBM muss jemanden anheuern. Bill Gates. Der Kampf um das bessere System für die größere Kundschaft beginnt. Gates entwickelt für IBM das Personal Computer Disk Operating System, PC-DOS, das später MS-DOS heißen wird. Es ist vergleichsweise einfach zu bedienen und für $40 konkurrenzlos günstig. Doch Microsoft weigert sich, IBM die vollen Lizenzrechte zu verkaufen. Ein kluger Schachzug des genialen Gates. Denn IBMs Eile hat ihren Preis. Der Konzern lässt die Architektur seines PCs nicht rechtzeitig durch Patente schützen. Wenig später bieten jede Menge Hersteller Computer gleicher Bauart an. IBM-kompatibel heißt das Zauberwort. Die Billigklone laufen dem Original den Rang ab. Und das Betriebssystem von Bill Gates läuft auf allen Rechnern. MS-DOS avanciert zum meistverbreiteten Betriebssystem der Welt. Apple ist weit abgeschlagen. Steve Jobs kann keinen vergleichbaren Hit bieten. Deshalb bricht Jobs mit den bestehenden Erfolgskriterien Preis und Leistung. Apple-Computer sollen zukünftig mit anderen Argumenten überzeugen. Der Journalist Daniel Ichbia, Chronist des Wettkampfes Microsoft gegen Apple, erinnert sich, wie selbstsicher Steve Jobs gegenüber dem Rivalen auf dem PC-Markt auftritt. Bei einer Konferenz im Februar 81 sagte Steve Jobs mit dem Wissen, dass der IBM-PC erscheinen wird: Wir bei Apple haben etwas viel, viel Besseres. Wir werden IBM platt machen. Wir werden alle platt machen. Bill Gates, der auch da war, fragt ihn: Was habt ihr denn? Steve Jobs Kollegen sagten: Sei still, sei still. Doch Jobs prahlte: Wir haben etwas, das IBM vernichtet. Der IBM ist ein Dinosaurier. Er ist tot. Und Steve Jobs erzählte von einer grafischen Oberfläche. Bill Gates ging direkt auf ihn zu und sagte: Wendet euch an uns. Wir sind Microsoft. Wir entwickeln Software. Wir machen euch ein Textverarbeitungs- oder Tabellenprogramm. Wir können euch Basic anbieten. Und sie machten einen Termin. Eine grafische Benutzeroberfläche. Das bedeutet einfache Bedienung, Bildchen statt Textbefehle, eine Maus, Klicken statt Tippen. Alle Steve Jobs Ideen? Weit gefehlt. Bei einem Besuch im Forschungslabor von Xerox sieht Steve Jobs die Prototypen von Maus und grafischer Oberfläche und erkennt sofort das Potenzial dieser Ideen. Bausteine für ein neues Computerzeitalter. Sofort erwirbt er die Lizenz, mit diesen Ideen zu arbeiten. Im September 81 flog Bill Gates nach Cupertino zu Apple. Dort zeigte ihm ein Typ namens Andy Hertzfeld die Maus, die Symbole und die grafische Benutzeroberfläche. Bill Gates war begeistert. Woher habt ihr das? Bei Xerox gekauft. Also schloss Gates einen Vertrag mit Apple, dass er die Software für den Macintosh schreiben würde. Und kaum war er draußen, rief er Xerox an. Ich möchte auch eine Lizenz kaufen. Xerox hat ja die grafische Benutzeroberfläche erfunden. Bill Gates kaufte also eine Lizenz und startete damit ein Projekt namens Windows. Bill Gates fährt zweigleisig. Er liefert Software für Apples Wunderwaffe und plant gleichzeitig sein Geheimprojekt namens Windows. 1984 folgt Jobs großer Auftritt.
Apple präsentiert der Öffentlichkeit den ultimativen IBM-Killer, Macintosh. Grafisch, elegant, freundlich. Ein PC, von dem jeder träumt. Wäre er nur nicht so teuer. Trotz 2.500 Dollar Verkaufspreis kommt er vor allem im Kreativbereich gut an. Grafische Benutzeroberfläche und Maus erleichtern die Gestaltung von Grafik und Text enorm. Und Steve Jobs erweist sich als Marketinggenie. Er verkauft Computer an Leute, die Computer hassen. Macintosh ist Lifestyle statt Verwaltung. Für die steht IBM. Es gab eine Fernsehwerbung mit einem Schauspieler, der wie Charlie Chaplin aussah. Die meisten Menschen kennen den berühmten Charlie Chaplin-Film über moderne Technologie und wie sehr er als Arbeiter unter den Maschinen leidet. IBM kehrte das Ganze um und sagte, seht, Charlie Chaplin benutzt einen IBM-Computer. Ein klassischer Besuch in einem IBM-Computergeschäft. Sobald Sie erklärt haben, was Sie benötigen, zeigt Ihnen ein Computerexperte das für Sie passende System und wie leicht Sie dank der einfachen Anleitung von IBM loslegen können. Eine Bibliothek von Geschäfts- und Management-Software kann all Ihre Probleme lösen. Der IBM-PC hilft nicht nur im Voraus zu planen, sondern auch Bilanz zu ziehen und lässt Ihnen Zeit für Wichtigeres. Apple und IBM waren im ständigen Wettstreit. Beide wussten um den Wert von Marketing und Image. Und so hatten beide Erfolg. Die Bombe platzt 1985. Bill Gates veröffentlicht Windows 1.0. Steve Jobs ist außer sich und bestellt Gates in sein Büro. Bill Gates kam und Jobs war stinksauer. Du bist ein Verräter. Wir arbeiten zusammen am Macintosh und du hast gleichzeitig Windows entwickelt. Was soll das? Bill Gates antwortete, wo ist das Problem? Du hast eine Lizenz von Xerox gekauft und ich auch. Wir haben beide geklaut, beim gleichen Anbieter. Zug um Zug. Ein Duell der Genies. Der Macintosh ist stark. Kann den Traum seines Schöpfers aber nicht erfüllen. Windows und IBM nehmen Apple in die Zange. Für PCs gibt es schon jede Menge Software. Der Macintosh muss so ein Angebot erst aufbauen. Aber für wen sollen Entwickler etwas schreiben? Bei so wenig Kunden? Ein Teufelskreis, aus dem der Macintosh sich nicht befreien kann. Schachmatt. Um als Programmierer eine Familie ernähren zu können, haben die meisten eben für den PC programmiert. Die Verkaufszahlen des Macintosh brechen zusammen. Händler schicken den Ladenhüter zurück zum Hersteller. Und so entschließt sich Apple-Direktor John Sculley zu einem drastischen Schritt. Der Macintosh verkaufte sich so schlecht, dass Apple Verluste machte. Und der neue Apple-Direktor John Sculley realisierte nach und nach, dass er Steve Jobs loswerden musste. Jobs ruinierte Apple. Der Firmengründer fliegt aus dem Vorstand. Einen Gnadenposten als Creative Director lehnt Jobs ab und verlässt die eigene Firma. Der despotische König ist entthront. Sculley tat, was zu tun war. Sonst wäre Apple am Ende gewesen. Dabei steht auch Microsofts grafische Benutzeroberfläche lange auf wackeligen Beinen. Den Startschuss für Windows gibt Bill Gates schon im November 83. Fast 2 Jahre Herumdokterei. Um schließlich ein eher mäßiges Produkt zu verkaufen. Windows 1.0 war schrecklich. Sie können sich nicht vorstellen, wie furchtbar es war. Das war aber nicht nur die Schuld von Microsoft. Die Leistung der Rechner reichte dafür nicht aus. Es war, als würde man ein riesiges Möbelstück auf ein Känguru packen, statt auf einen Elefanten. Die Computer waren nicht stark genug, um Windows zu unterstützen. Die ersten PCs waren einfach sehr schlecht. Die Fachpresse schreibt Windows in Grund und Boden. Das ist schlecht fürs Geschäft. Obwohl Microsoft-Manager Steve Ballmer durchaus Talent zum Marktschreier hat. Was
kostet dieser moderne Arbeitsplatz? Bevor Sie antworten, warten Sie, bis Sie Windows Write, Windows Paint, Executive sehen. Windows, bestellen Sie noch heute! Microsoft verdient mit MS-DOS viel Geld und beweist einen langen Atem. 2 Jahre später erscheint eine deutlich bessere Windows-Version. Jetzt überzeugen Preis und Leistung. Windows wird weltweit zum Gesicht des PCs. Und Microsoft zum unangefochtenen Marktführer der Softwarebranche. Rund um die Computer entsteht in den 80ern eine eigene Kultur. Zeitschriften liefern alle Infos über neue Technik und Anwendungen. Spiele werden Kult, Messen zu Events und Bands computerverrückt. Doch Liebe ist nicht das einzige Gefühl, das die Menschen in dieser Zeit mit Computern verbinden. Einige Science-Fiction-Autoren beschwören auch düstere Visionen einer digitalen Zukunft herauf. Von großen Konzernen mit technischer und finanzieller Macht. Die Skeptiker lassen alte Ängste vor bedrohlichen Maschinen und denen, die sie beherrschen, wieder aufleben. Nun bedeutet Macht über Computer auch Macht über Menschen. Zum Sprachrohr für diese Ängste wird das neu entstandene Science-Fiction-Genre Cyberpunk. Romane wie Neuromancer und Filme wie Blade Runner zeichnen finstere Visionen einer computerabhängigen Welt. Manches von damals könnte einem heute zu denken geben. Anfang der 80er war das eben diese Idee, die Computer kommen, es kommt Virtual Reality, alles wird virtualisiert und das gibt natürlich einigen wenigen sehr viel Macht, aber andererseits auch Hackern, also die sich in das Netz einhacken, eindringen, die Möglichkeit, diese Mächtigen zu zerstören. Und ein dieser Leitsatz von Cyberpunk ist, sei Sand im Getriebe des Systems. Also unterwandere es, hol dir die Daten. Daten müssen frei sein. Der Cyberpunk dachte eigentlich so, die Hacker ermächtigen den Einzelnen, gegen diese Großkonzerne vorzugehen. Also es gibt dir praktisch, du kannst dich einhacken, du kannst sie zu Fall bringen, notfalls. Und was sie aber im Cyberpunk eigentlich nicht vorausgesehen haben, und da haben wir gerade drüber geredet, diese Masse an Leuten, die vor ihren Smartphones WhatsApp schicken und ihre Daten freiwillig rausgeben. Cyberpunk ist was, wir kämpfen dagegen und nicht dieses Bumm. Die Macht der Konzerne, die hat sich auf jeden Fall bewahrheitet. Also gerade auch, was die Datenmacht angeht, ne? Was heute einfach bei so Firmen wie Microsoft oder Google einfach schon an Datenzugriff da ist. Also ich glaube, da sind wir tatsächlich gut im Cyberpunk angekommen. Was Cyberpunk nicht hatte, dass die Großkonzerne so perfide werden und das Ganze so unterschwellig das verkaufen, also dass es praktisch so eine Art Opium fürs Volk wird, dass es so extrem wird, nicht vorgesehen. Cyberpunk hat eher das so, uns ist allen klar, was da läuft, so, wir müssen was dagegen tun. Und heutzutage ist ja eher so, mir ist nichts mehr klar, ich habe ja Zugang auf die Cloud und alles gut. Während in der Science-Fiction Cyberpunks Krieg gegen Maschinen und fiese Mächte führen, halten sich in den 80ern irgendwo in Deutschland reale Terroristen versteckt. Die RAF ist nach wie vor aktiv, versorgt sich mit Waffen, Wohnungen und Fahrzeugen. Und hinterlässt dabei Spuren, auch in Form von Daten. Und die wollen Fahnder des Bundeskriminalamtes nun systematisch auswerten, um die untergetauchten Täter zur Strecke zu bringen. Wer ein Auto kauft,
eine Wohnung anmietet oder ein Konto eröffnet, generiert Daten, die irgendwo gespeichert werden. Die Rasterfahndung führt diese Daten zusammen und spuckt die Namen all derjenigen aus, die sich so benehmen, wie man es von einem Terroristen im Untergrund erwartet. Kein Mensch, sondern ein Computer entscheidet, wer kriminell erscheint. Die Rasterfahndung, durch die jeder Unschuldige unter Verdacht geraten kann, trägt zum schlechten Image der Computer bei. Doch der Konflikt zwischen begeisterten Computer-Kids und kritischen Erwachsenen hat noch weitere Gründe. Den ersten Kontakt mit Computern haben Menschen meist in Büros und Fabriken. Doch Roboter und PCs erleichtern nicht nur die Arbeit, sie verändern und vernichten auch Arbeitsplätze. Ein Werkzeug für den Menschen oder gegen ihn? Künstliche Intelligenz? Von wegen. Ein weiterer Grund liegt im Lebensgefühl der 80er. Zum Ende des Kalten Krieges sind die Zeiten politisch. Ganze Familien demonstrieren auf den Straßen. Gegen den NATO-Doppelbeschluss. Gegen die Stationierung von Pershing-Abwehrraketen. Und erstmals auch gegen die Zerstörung der Umwelt. Und mittendrin der böse Computer, der Arbeitsplätze vernichtet, Kinder Krieg spielen lässt, Atomkraftwerke steuert und atomare Mittelstreckenraketen lenkt. Wie konnten wir uns nur so abhängig machen? Wie konnten wir nur so blind sein? Eine neue Partei transportiert diesen Zeitgeist in den Bundestag, die Grünen. Unabhängig von etablierten politischen Lagern, äußerlich anders, mit Turnschuhen und Latzhose. Blinden Fortschrittsglauben lehnen sie ab. Und damit auch viele Technologien wie Computer. Jürgen Rehns gerät deshalb im Jahr 83 zwischen die Fronten. Als er nach seiner Wahl in den Bundestag seinen Computer mit ins Büro der Grünen-Fraktion bringt, sorgt das für gehörigen Unmut. Dabei sind die Rechner doch anderswo längst zu Mitteln der politischen Gegenkultur geworden. Die Rede ist von Computeraktivisten, quasi Cyberpunks. Der Begriff Hacker, den wir heute verwenden, steht für technisch versierte Kriminelle, die in übler Absicht Computersysteme knacken und Schaden anrichten. Dabei bedeutet Hacking ursprünglich etwas Positives. Durch clevere Tricks ein schwieriges Problem lösen. Hacks sind kreative Ideen, die mühsame technische Verfahren durch einfache ersetzen. Mit düsteren Gestalten in düsteren Kellern hat das erstmal gar nichts zu tun. Deshalb weg mit der Kapuze. Der Vollständigkeit halber, Leute, die unerlaubt in Systeme eindringen, bezeichnen sich selbst als Cracker, aber das nur am Rande. Die Geschichte der deutschen Hacker beginnt in den frühen 80ern in Hamburg. Dort, in einem alternativen Medienladen, findet eine Gruppe Männer zusammen. Alle sind an Computern interessiert. Alle sind an Politik interessiert. Einer von ihnen ist Klaus Schleisig. Das historisch nicht mehr klar, also wer da nun eigentlich die erste Idee, also es entstand auf jeden Fall ein Diskussionsprozess, dass man versuchen sollte, Computer-Professionals mal, die ein bisschen politisch gerade ausdenken, mal an einen Tisch zu kriegen. Ja, und zusammen haben wir an einem Tag den Text gedichtet, der dann in der Taz veröffentlicht wurde und worauf es dann das Berliner Treffen gab, wo ungefähr 20 Leute zusammengekommen sind.
Die Anzeige in der Taz liefert die ideologische Grundlage des Hackertreffens. Dass die innere Sicherheit erst durch Computereinsatz möglich wird, glauben die Mächtigen heute alle. Dass Computer nicht streiken, setzt sich als Erkenntnis langsam auch bei mittleren Unternehmen durch. Dass sich mit Kleincomputern trotz alledem sinnvolle Sachen machen lassen, die keine zentralisierten Großorganisationen erfordern, glauben wir. Nee, es waren alles Computerprofessionelle, die im Berufszusammenhang mit Rechnern zu tun hatten und die, naja, sozusagen politisiert genug war, aber das war dazu der damaligen Zeit auch nicht weiter verwunderlich eigentlich, mal zu gucken, was könnte denn dieses Ding für gesellschaftliche Auswirkungen haben. Wir haben da damals auch die Entwicklung ziemlich passgenau eingeschätzt. Also man muss sich nur mal diesen Aufruf, den wir in die Taz gesetzt haben, zum ersten Treffen angucken. Das, was wir da so prognostiziert, wie das alles passiert. Wau Holland gilt als politischer Kopf des Zirkels, der nun Chaos Computer Club heißt. Seine Absicht ist es, durch Hacking die Schwachstellen von Computertechnik und deren gesellschaftliche Relevanz auszuloten. 1982 lernt Holland Steffen Vernieri kennen. Der Beginn einer subversiven Freundschaft. Er erzählte so halt von seiner Vision, die Computer halt auch einzusetzen, um für die Bürger, um dem Bürger die Möglichkeit zu geben, halt eine Transparenz gegenüber dem Staat zu ermöglichen und halt auch die Technik für Bürgerrechte und Bürger einzusetzen. Das hat mir gefallen. Dann haben wir uns sehr gut verstanden und fortan eigentlich so die nächsten 10 Jahre fast täglich zusammen verbracht. Die Idee, Computer für mehr Transparenz einzusetzen, wächst. Und mit ihr das öffentliche Interesse. Die Chaos Computer Club Hacker bewegen sich nicht heimlich im Untergrund, sondern beraten Firmen und Datenschützer in Sicherheitsfragen. Es war halt so, dass die Post damals das immer abgestritten hatte, wenn wir gesagt haben, da funktioniert irgendwas nicht. Wenn wir es dann bewiesen haben, hieß es dann immer, ja, das wissen wir schon lange und so. Also es war halt einfach eine irgendwie sehr unbefriedigende Art der Zusammenarbeit. Der Postminister. Christian Schwarz-Schilling steht der Behörde vor, die jegliche Experimentierfreude verabscheut. Der Bundespost. Inbegriff von Monopol, Bürokratie und Intransparenz. Damals musste man postgeprüfte Geräte einsetzen, hat man also nicht postgeprüfte Geräte eingesetzt, Hausdurchsuchung, Sicherstellung, also dass ich zum Beispiel meine Telefondosen selber geschraubt habe. Das hat mir eine Hausdurchsuchung beschert und 800 Mark Geldstrafe damals wegen Verstoß gegen das Fernmeldeanlagengesetz. So, auf diesem Weg wurden also viele Leute platt gemacht, die irgendwie eigene Sachen betrieben haben. Das heißt, die Post war nicht unser Freund, sondern eher so Hass. Und so wird das Vorzeigeprojekt des Postministers für die Hacker besonders interessant. BTX. Die Werbung verspricht Großes. Noch keine Spur vom Außerirdischen? Gibt's was Neues? Shopping, Chats und Online-Banking. Im Orwell-Jahr 1984 versteht es sich von selbst, mal genauer bei Big Brother nachzuforschen. Nur, wie kommt man rein ins BTX? Naja, wir haben Weltpostkongress in Hamburg 1984. Überall standen so BTX, wurde gehypt. Überall standen die mit ihren Messeständen rum und so. Und dann dachte ich, ja, da müssen wir unbedingt mitmachen sozusagen bei Bildschirmtext. Wir konnten uns das damals noch nicht leisten. 6.000 Mark kostete so eine Anbieterstation. Und dann habe ich ein bisschen beim Abbauen geholfen auf dem Weltpostkongress. Und so sind wir dann in den Besitz eines BTX-Geräts gekommen. Die nicht ganz legale Aktion verhilft den Hackern zu einem neuen Spielzeug und Deutschland zu seinem ersten großen Hack. Die Computerfreaks prüfen das System auf Herz und Nieren, bis sie eine Sicherheitslücke finden und an fremde Anmeldedaten kommen. Die Daten eines ganz besonderen Anbieters. Das ist also alles etwas wirr auf solchen Seiten, die eben durch Systemfehler erzeugt werden. Und das hatte man aber dann doch schon einigermaßen schnell raus, dass es eben die Zugangs,
Kennwörter für die Hamburger Sparkasse war. Haben wir gleich auch am nächsten Tag auf den Knopf gedrückt und uns noch so ein kleines Maschinchen gebastelt, was dann praktisch immer die Rautentaste gedrückt hat. Ja, bis es dann am nächsten Tag so 135.000 Mark waren knapp und haben wir gedacht, okay, das reicht. Abschalten. Die Hacker sind anständig und melden die Sicherheitslücke. Der Sparkassenchef ist begeistert. Ich muss sagen, alle Hochachtung vor der Tüchtigkeit dieser Leute. Man muss sagen, es ist bedauerlich, dass erst durch den Beweis, den diese Leute erbracht haben, die Post davon überzeugt werden konnte, dass ihre Software, und darum handelt es sich, dass ihre BTX-Software noch nicht allen Anforderungen gerecht wird. Noch im selben Jahr findet der erste CCC-Kongress statt. Workshops locken Datendesperados aus ganz Deutschland an. Vorträge von Wow Holland beschwören den Hacker-Spirit in der wachsenden Gemeinde. Doch so unbefangen wie zu den Gründungszeiten des Chaos Computer Clubs geht es nicht weiter. Hacker aus dem Umfeld des CCC geraten in Verdacht, für Geld Informationen aus Firmen und Forschungseinrichtungen an die Sowjets verkauft zu haben. Im Kalten Krieg keine Bagatelle. Viele haben diesen Typen immer schon misstraut. Und nun scheint sich diese Befürchtung zu bewahrheiten. Viele Hacker putschen sich mit Alkohol und Drogen auf für die langen Nächte vor den flimmernden Bildschirmen. Sucht, labile Persönlichkeiten und Ebbe in den Kassen, das sind typische Ansatzpunkte für östliche Auftraggeber, die Spitzenhacker anwerben wollen. Ein Komplott gegen den Club? Oder stimmen die Anschuldigungen? Für wen sind Hacker die größte Gefahr? Zurück zu Jürgen Rinz, der 1983 seinen Computer mit in die Bundestagsfraktion der Grünen brachte. Das war zu dem Zeitpunkt sehr ungewöhnlich. Niemand anders hatte dort einen Computer. Es gab eine tiefe Ablehnung bei den Grünen zu dem Zeitpunkt. Und es gab auch einen Fall vorher, wo ein Mitarbeiter offenbar einen Computer bereits mal mit ins Büro genommen hatte und dann der Betriebsrat der Grünen Fraktion sich damit auseinandergesetzt hat und das verboten hat, dass Computer in den Räumen der Fraktion benutzt werden dürfen. Und trotzdem kommen die Computer. 9 Millionen Mark macht der Bundestag für die Testversion des Kommunikationssystems Parlacom locker. Die Abgeordneten üben schon mal Texte schreiben und Mails verschicken. Computer als Werkzeug für politische Arbeit. Das interessiert nun auch einige Grüne. Die beauftragen deshalb die Experten vom CCC mit einer Studie zu den Nebenwirkungen von PCs in der Fraktion. Der Titel? Sozialverträglicher Computereinsatz. Da ist uns schwerste Doppelmoral begegnet. Also der offizielle Parteitagsbeschluss war Computer, nein, danke. Also nee, auf keinen Fall. Ne? Nein, danke wäre noch untertrieben. Und die Pragmatiker und Praktiker in der Fraktion wollten natürlich wissen, wie sie ihre Lohnabrechnung effizienter gestalten können. Was das sie da erlebt haben. Ne? In den Sitzungen machen sie ein Nieder mit politischen Anforderungen und 10 Minuten später stehen sie bei dir im Büro und wollen sich irgendwelche Software kopieren. Ne? Der CCC empfiehlt die Einrichtung von Schulungscafés, in denen die Grünen die Kontaktängste mit dem Rechner verlieren sollen. Heute ist die Netzpolitik integraler Bestandteil jedes linken Parteiprogramms. Wie kam es dazu? Dass vernetzte Computer selbst Technologiekritiker begeistern, dazu hat auch die größte Technikkatastrophe des Jahrzehnts beigetragen. Der Reaktorunfall von Tschernobyl. In der Nacht vom 26. April 86 geriet im dortigen Kernkraftwerk ein Störfall außer Kontrolle. Eine Explosion verstrahlt die Atmosphäre mit weltweiten Auswirkungen. Die sowjetische Führung lässt keine Informationen nach außen dringen. Nicht einmal die eigene Bevölkerung wird gewarnt.
Doch im Rest Europas, in den USA und sogar China, werden Tage später hohe Strahlenwerte gemessen. Was ist in der Ukraine geschehen? Noch geben sowjetische Medien keinen Aufschluss über das Ausmaß der Katastrophe. Selbst in der DDR helfen die guten Kontakte nach Moskau nicht, um Genaueres zu erfahren. In Westdeutschland streitet man sich bald über die Belastungsgrenzen von Lebensmitteln. Wie soll gemessen werden? Und was bedeuten die Zahlen? Die Strahlenschutzverordnung hatte so einen Fall nie vorgesehen. Die öffentliche Kommunikation versinkt im Chaos. Die Medien schlagen abwechselnd Alarm oder geben Entwarnung. Der damalige Bundesinnenminister Friedrich Zimmermann behauptet gar: Eine Gefährdung der deutschen Bevölkerung ist ausgeschlossen. Jeder weiß, dass das gelogen ist. Doch wie groß die Gefährdung tatsächlich ist, können nur Messungen aus allen Landesteilen zeigen. Plötzlich sind vernetzte Computer das Mittel der Wahl, um Daten zu sammeln und auszuwerten. Es hat sich ein bisschen geändert, weil im Zusammenhang damals mit dem Atomunfall in Tschernobyl sich doch gezeigt hat, dass bereits über diese Netzwerke wichtige und nützliche Informationen empfangen und verbreitet werden konnten, gesammelt werden konnten. Und ich hatte damals auch meinen Computer eingesetzt, um mit der Pressestelle unserer Fraktion zu kommunizieren. Da hatten wir ein Telex-Gerät und so konnte ich auch bestimmte Informationen, die zum Beispiel in Bayern im Netzwerken und so gesammelt wurden, direkt in die Fraktion transferieren vom Computer aus zum Telex-Gerät. Und das spielte später eben auch eine Rolle, weil man damit so ein bisschen dann belegen konnte, naja, es kann vielleicht doch nützlich sein. Ja, war das, es war das erste Mal, dass wir halt praktisch unser Werkzeug, die ersten Netze, die wir hatten, wo wir drin waren, dass wir die nutzen konnten, um Transparenz zu schaffen. Also Messergebnisse von der Umwelt, aus Lebensmittelproben, ähnliche Geschichten wurden halt dort, wer sie gemacht hat, hat sie eingestellt. Dadurch haben wir gemerkt, okay, das gibt uns einen Vorsprung, das gibt uns eine Power. War eine wesentliche Erkenntnis. So sieht der CCC-Kongress heute aus. Daten sind nach wie vor ein Politikum. Und der Club berät die Regierung, erstellt Gutachten zur Vorratsdatenspeicherung, Wahlcomputern und biometrischen Pässen. Nerds im Dienste der Gesellschaft. Ein Erbe der 80er, als die Menschen vor den Rechnern wichtiger wurden als die Erfinder dahinter. Bald werden Computernutzer eine neue digitale Revolution erleben. Die vollkommene Vernetzung.